Einen Camping-Alp im Traum wollen sich Ute und Andreas erfüllen. Dafür sind die Berliner knapp 700 Kilometer ins Ostallgäu gefahren. Also Bayern ist wirklich, ja, ich sag mal... Ist was anderes als die Ostsee, ne? Ja, zünftig, würde ich mal sagen. Also ich wollte unbedingt nach Bayern, weil die Berge für mich einfach nur schön sind. Und wir waren so oft mal an der Ostsee oder hatten halt vor oder waren schon an der Ostsee. Und ich wollte unbedingt die Berge. Auf dem Schwangauer Campingplatz Bannwaldsee bekommen sie sogar Wasser und Berge. Aber auch auf einer 5-Sterne-Anlage muss natürlich zuallererst eingecheckt werden. Ich stehe ja endlich falsch, ich stehe ja schwer. Aber na gut, ja. Du, wir Berliner dürfen das. Genau. Guten Tag. Hallo, grüß Gott. Ja, hallo. Grüß Gott, sagt man hier, genau. Stimmt, bei uns sagt man hallo. Ich hoffe, Sie sind nicht böse, dass ich da so quer stehe. Alles gut. Alles gut, das ist schon mal sehr entspannt. Ja, wir wollten einchecken. Sie haben einen Platz reserviert. Ja. Was gibt es hier für Freizeitaktivitäten? Bieten Sie irgendwas an, was man hier so machen kann? Ja, also wir haben einen wunderschönen Naturbadesee. Sonst haben wir natürlich jetzt mit jedem Tag abends im Stadel Unterhaltungsmusik. Bayerisch, zünftig, Blasmusik, alles. Blasmusik ist immer gut. Ja, super. Berliner sind ja eh immer froh Natur. Finde ich klasse. Wir haben auch viele Berliner Gäste da tatsächlich und sehe ich immer wieder gern. Das war der Juniorchef. Und das ist Bernd, Spitzname Bibi. Platzwart und Bart am Bannwaldsee. Ich glaube, da ist irgendjemand. Hallo! Servus! Seid ihr fertig mit Anmelden? Wir sind fertig mit Anmelden, ja. Okay, ja, ihr seid das erste Mal da bei uns? Ja, das okay. Erste Mal. Dann brauche ich bitte von euch die Platznummer, dann bringe ich euch an den Platz. 455A, der beste genau. Platz. Alles klar, super. Ja, dann bis gleich. Hast du gesehen? Was? Der sah zünftig aus. Ich hatte mal so längeren Bart probiert, aber das sah unterm Strich nicht so gut aus. Ja, kann nicht jeder tragen. So, dann los geht's. Wir feuern mal hinterher. Das ihnen zugewiesene Fleckchen ist auch gar nicht weit. Ist denn hier der Platz? Das ist euer Platz. Okay. Ihr dürft vorwärts oder rückwärts reinfahren. Zum Empfehlen wäre es, ja, ihr habt die Tür auf der anderen Seite, also rückwärts reinfahren, dass ihr die Türe auf die linke Seite habt, dass ihr das Vorzelt auf die linke Seite aufbauen könnt. Okay. Fährst schon mal rückwärts rein. Wie heißt, du? Ich bin der Bibi. Bibi? Bibi. Bibi heißt du. Genau. Du siehst ja so richtig zünftig aus, so richtig bayerisch, ja? Als wenn du so in so einer Hütte gewohnt hast, so eine Almhütte. Nein, das eigentlich nicht. Ich wohne direkt in Füssen drin, aber wir haben hier das Volksfest hier auf dem Platz. Okay. Da ist halt so ein bisschen Tracht anziehen und ist so. Es, ist es ratsam, dass wir denn auch so eine Sachen anhaben? Ratsam, es wäre halt schöner. Das würde halt eher zu uns, zu Bayern passen. Ja, super. Okay. Meine Frau hat mich gesagt, wenn wir da hinfahren, dann müssen wir auch so zünftige Klamotten mitnehmen. Und das haben wir gemacht, ja. Also hat sie recht. Was ja. Dabei? Das ja, ist ja super. Du, wir okay. Berliner sind doch pfiffig. Wir haben noch. Wisst ihr, aber alles man muss dabei. Es nicht nur hier haben, man muss es auch hier haben. Wisst Bescheid, da hast, wa? Da hast du recht. Gut, gell? Dann sehen wir mal zu, dass wir hier rückwärts ritten machen. Genau, fahrst du rückwärts rein und dann erkläre ich euch nochmal alles ganz genau. Alles klar, so machen wir das. Ja? Danke. Super. Am bayerischen Service dürfte die kulturelle Aneignung der Hauptstädter schon mal nicht scheitern. So, noch ein kleines Stückchen noch, komm. Okay, perfekt. Hier auch vorne noch deine Rampen hin tun, dann ja. Kannst du noch ein Stückchen vorfahren, ja, na, dass ja. Du gerade stehst. Ja, super. Ja. Ich habe mal eine Frage. Gibt es hier auch Wasseranschluss, dass ich meinen Wassertank voll machen kann? Na, das hättest du mir vorher sagen müssen. Wir haben hier vorne eine Entsorgungsstation. Da kann man das Grauwasser entsorgen und auch gleich wieder befüllen. Das hätten wir gleich als erstes bei der Einfahrt machen müssen. Mist. Aber das ist kein aber Problem. Ist das weit? Kann ich da mit der Gießkanne? Hier, meine Freundin mit der Gießkanne. Können wir auch die Freundin mit der Gießkanne losschicken. Das ist kein Problem. Der nächste Brunnen ist auch unten an dem älteren Gebäude. Also da? Genau. An also so weit Haus ist es nicht, auf oder? Der anderen Seite. Nein, okay. Stirnseite, nein. Toll. Ja, okay. Muskelkraft. Weil du weißt ja, man muss es nicht nur hier haben, man muss es doch hier genau. Haben. Genau. Kann man mit der Gießkanne machen. Ja, ich habe die große mal. Gießkanne dabei. Ja. 10 Liter reicht, oder? Ja, dann kommt es darauf an, wie groß der Tank ist. Dann läuft man ich habe einen langen Schlauch dabei. 10 Mal, das ist kein Problem. Bibi, ich habe auch einen langen Schlauch dabei. Aber das ist so lang ist er nicht. Meinst du nicht? Nee. Na gut, okay. Im Allgäu herrscht akute Wasserknappheit. Denn Ute und Andreas müssen noch ihren Tank auffüllen. Ja,
Ganz klasse. Da lang! Da lang! Da gibt's Wasser! Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht. Tute, wisst ihr was? Wenn du hier die Gießkanne voll machst, dann hast du besonders schnell. So. Oh. Oh. Die Luft ist ja herrlich, oder? Ach, Natur. Keine Feuerwehr. Eine totale Ruhe. Ja, man bekommt natürlich einen absoluten Kulturschock, wenn man von der Stadt kommt. Und da hast du das Laut und die Feuerwehr und die Polizei und das ganze Pipapo. Und dann kommst du hierher, absolute Ruhe. Das ist richtig toll hier. Die Berge und das Wasser und die Viecher, die auf der Wiese stehen und so. Das ist schon ordentlich. Ja, ein bezaubernder Flecken Erde. Wie toll die das alle gemacht haben. Mhm. Boah, ist schon ordentlich. Manche dürfen das sogar jedes Wochenende genießen. Guck mal, das sieht hier aus wie Dauercamping. Guck mal da. Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Nur Lurke. Hund. Hallo. Nur Lurke. Hund. Ja. 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 Nur Lurke. Der ist ja süß. Hallo. Danke. Ja, können wir dich mal was fragen? Ja. Und zwar, wir haben eine Frage. Wo finden wir Wasser? Wir wollen Wasser holen. Wenn du hier oben bei der Straße fertig bist, beim Haupthaus, ja, dann gehst du links und dann siehst du dort, eine Hundetoilette ist angegeben und daneben, neben der Hundetoilette ist, wie soll ich dir sagen, wo du der Wasserhahn. Genau, ja. wo du Wasser holen kannst. Kommst du aus der Schweiz? Natürlich, aus dem wunderschönen Entlebuch. Und wie kommt man denn hierher? Ich meine, das ist ja auch eine wunderschöne Gegend hier, mit Wasser und so. Und wie möchtest du das wissen? Ja. Ich hab, ich war 38 Jahre lang auf dem gleichen Campingplatz. Und den haben sie zugemacht. Da ist jetzt ein großes Industriegebiet gebaut worden. Genau. Und jetzt hat mein Mann den Zirkel genommen, hat da unten im Wallis in der Schweiz angehebt, fuhr mit dem Zirkel so rum und dann kam er bis nach Pfronten. Ah, okay. Und weil ich unbedingt das Schloss Neuschwanstein einmal in meinem Leben sehen wollte, sagt er zu mir, hey Baby, willst du hierher? Ja. Dann habe ich gesagt, jawohl. Die kommunikative Conny beantwortet gerne auch weitere touristische Fragen. Lauft ihr auch so mit Trachtensachen rum? Also habt ihr so Trachten bei euch jetzt im Schrank? Also ich habe zwei da. Ich habe zwei Dirndl da. Mhm. Mein Mann hat die Lederhosen da. Zu Hause trage ich selber Tracht. Ich jodle. Ah, selber. Ehrlich? Ja. Holla diuti. Juhu. Juhu. Holla di. Holla di. Also geht sicherlich besser. Schlechter sicherlich nicht. Vielleicht kann Ihnen Conny bei Gelegenheit mal Nachhilfe geben. Sag mal, heute Abend ist auch irgendwie hier eine Veranstaltung. Ja. Geht ihr da hin? Also ich gehe hin, ja, kommst mit? Ja. Gehen wir zusammen? Ja, wenn wir zusammen gehen. Ja, also gut. Ja. Der Eindruck war, dass sie unheimlich freundlich ist, unheimlich offen, unheimlich nett, ne? Mhm. Und ja, die Camper untereinander sind halt so. Noch nicht mal den Wassertank befüllt und schon die erste Verabredung. Besser kann es nicht laufen. Das ist aber nett von dir. Ja, so bin ich. So, meine Liebe. Da. Dreh da auf. Nee, du musst den oben einfüllen. Komm, dreh auf. Nee, du musst den oben einfüllen. Nein, dreh auf. Nee, das ist Service. Du musst es hier oben einfüllen. Ach, Schatz, du kannst nur von unten einfüllen. Unten läuft es doch dann raus. Ach, Quatsch. Erst wenn da 40 Liter drin sind. Aber dafür müssten sie heute noch ein paar Gießkannen schleppen. Im Allgäu steht ein bayerischer Abend an. Dafür schlüpfen Ute und Andreas in ihre mitgebrachten Trachten. Du sag mal, habe ich denn auch so eine bayerischen Socken zu der Lederhose? Ja, klar. Und du hast bayerische Unterwäsche? Oder? ich frag doch bloß. Wie ein strammer Bur sehe ich aus. Wollen wir? Ja, los, auf. Tada! Ah, schick siehst du aus. Du siehst auch gut aus. Ich mal? Sieht da absolut spitze aus, wie ein bayerisches Mal. Ja? Und man siehst du, ich hab richtige Waden. Wir können hier als Bayern durchgehen. Das sollten besser die Bayern beurteilen.
Aber erst wird die Schweizer Bekanntschaft eingesammelt. Oh! Willst du rufen? Ja. Conny! Hallo. Ja, hallo. Der ruft dich schon. Ja, der ruft dich schon. Ja, hi. Hey, na, du siehst ja fesch aus. Na, fesch. Aber fesch. Ja, ihr auch. Ja? Super. Passt das so? Passt. Was sagst du? Hä? Ich muss noch schnell meine Tasche nehmen, gell? Ja, super. Ich muss noch schnell. Aber du, jetzt muss ich dich mal was fragen. Ja. Wenn wir jetzt da hingehen, ja, musst du wenigstens einmal für uns jodeln. Bitte. Kannst du das machen? Also, du musst machen. Jo. Jahu, nee. Jahu, nicht Hu. Jahu. Siehst du? Ich bin bereit, wir können los. Wir können los. Das packen wir. Wir sehen. Dann kannst du so einen richtigen Urschrei machen und der geht. Mann, war das laut. Das machen wir so in der Schweiz. Das übe ich aber später. Ja. Dann den auf. Ja, immer auf. Ja, dann. Der Campingplatz am Bannwaldsee verfügt über ein eigenes Stadel. Dort werden den Urlaubern regionale Köstlichkeiten und Live-Musik geboten. Auch Juniorchef Mark Oliver packt hier mit an. Schau mal den leckeren Steckfisch an. Guten Abend. Ja, hallo, Oliver. Servus. Ja, fängst du so aus. Richtig fesch. Super. Aber ihr auch? Ja, ja, fesch. Das ist ja fesch gemacht. Ja. Servus. Lecker. Servus. Sieht das aus. Was ist denn das? Fisch? Das ist eine Makrele. Ach, eine Makrele. Original Münchner Steckgeilfisch. Genau. Und natürlich haben wir auch unsere anderen Klassiker wie Händel, Haxen, ein Bauernschmaus, der ist auch sehr zum Empfehlen. Mhm. Fühlt euch willkommen. Bauernschmaus, was ist Bauernschmaus? Das ist ein Wammerl. Ein Selchkarree, also der Schabracken. Schabracken, bei uns in Berlin ist ein Schabracke, was, das willst du ja nicht wissen, aber was ist hier Schabracke? Ein Schabracke. Ja, Schabracke, was ist Schabracke? Das ist Fleischstück oder so, ja? Ja. Auf jeden Fall nicht die gleichnamige Pferdesatteldecke. Auf der Bühne serviert man den Gästen heute Blaskapelle. Ich würde mal vorschlagen, ich hole uns erstmal Getränke. Was trinkst du? Ich würde einen Russ trinken. Was trinkst du? Ein Russ. Was ist das? Das ist ein Weißbier mit Limo. Und ich trinke Maß. Was? Ein Maß? Ja. Kriegst du eine geklöpfte? Das heißt ein Maß. Ein Maß? Ja. Ehrlich, ich habe ja immer Maß gesagt. Sonst kriegst du nichts da vorne. Maß? Ja. Also ja. Maß mit einem schnellen ja S oder was? Ja, ja, genau. Ja, kriege ich hin. Russ und Maß. Ein Russ und ein Maß. Russ und Maß. Genau. Na denn auf. Was wir gelernt haben, ist, sie hat einen Russ getrunken. Mhm. Das ist ein Weißbier mit Brause. Mhm. Und ich habe einen Maß getrunken anstatt Maß. Also sind wir schon mal wieder schlauer geworden hier. Prost! Also Blasmusik würde ich mir zu Hause nicht auf den Plattenspieler legen, ja? Würde ich nicht tun, aber ich sag mal, in dieser Atmosphäre mit einem Mass in der Hand, da hört man sich das gerne an und da macht das doch Spaß. Ja. Und da kommt doch Stimmung auf, ja? Und jetzt werden wir mal mit den Bayern reden, mit den richtigen Bayern. Mal sehen, was die sagen. Ja, da sitzen welche. Guten Abend. Seid ihr eine Band oder? Nee, seid ihr nicht. Na, wir drei beim Klauter. Ah, okay. Seid ihr ein Stammtisch? Na, wir sind von der Traukau durchspringen, Feuerwehr. Von der Feuerwehr seid ihr? Ja. Okay. Ich habe mir auch Mühe gegeben und habe auch viel verstanden. Also, gab ein paar Worte, habe ich mir nicht anmerken lassen, dass ich es nicht verstanden habe, aber zum Schluss habe ich doch verstanden, Freiwillige Feuerwehr. Jetzt brauchen wir her, jetzt sind wir mal einen Schnupftabak. Ah, ein Schnupftabak? Ja, Weile. Ja. Na, nur bin ich ja mal gespannt. Oh, das reicht doch. Oh, das reicht doch. Das reicht. Und Handstaubsauger an. Oh. Das gibt Kraft. Da kommt Freude auf. Oh, das haut die stärkste Biene von der Blüte. Ja, das ist super. Ja, ich muss ja sagen, das ist sehr aromatisch in der Nase. Du hast also ständig einen Geruch des Tabaks. Also sehr würzig, sag mal. Also das, wenn man sich das einsaugt, dann ist das sehr, sehr würzig, nachhaltig und angenehm, muss ich mal sagen. Also die haben sicherlich erwartet, dass ich mich von Niesen jetzt nicht mehr einkriege, aber das habe ich nicht. Also ja, alles normal. Wir hätten schon nur eine Disziplin. Welche denn? Armdrücken. Ja, okay, können wir versuchen.
Genau die richtige Disziplin für Fleischermeister Andreas. Was bist du vom Beruf? Gelernter Maurer. Ah. So. Okay. Ist das so richtig? Also ja, normal die Hand hinter. Ah, hinter, okay, alles klar. Kann ich mal an der Seite, weil ich hab so ein bisschen. Ja, also, können wir locker mal lassen. Ja. Gut, 3, 2, 1. Hier ohne Leo. Okay, muss ich sagen, hast mich geschlagen. Ja, no problem. Ja, also du hast gewonnen. Kriegst von dir mir das Bier? Oder kriegt ihr alle ein Bier? Oder nee, ja, alle. Alle? Ja, eine für alle für einen. Alter, bin ich ja gleich pleite. Naja, gut, okay. Machen wir so. Vielen Dank. Also, zum haben Wohl. Wir wieder was dazugelernt? Prost. Prost. Ja, der Abend war super gewesen. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt endlich mal glücklich ins Bett. Genau. Glücklich und zufrieden. Genau. Agurznächtle. Die Bannwaldsee-Touris Ute und Andreas gehen sich jetzt die Beine vertreten. Aber auf dem Wasser. So, mal sehen, wo der Tretboot ist. Na, ich denke mal, Vorsicht, da kommt ja nicht jemand. Ah, guck mal, wer da kommt. Bibi! Bibi, du kommst ja wie bestellt. Ja, super. Was ist los? Du, wir wollen ein Tretboot mieten, beziehungsweise wir wollen uns das ausleihen, aber wir wissen nicht, wo das ist. Das ist kein Problem, hüpft rein. Ah, okay. Dann bringe ich euch dahin. Kannst du es mitnehmen mit dem Ding? Ja, klar. Das ist ja der Hammer. Passen wir da hin? Ja, natürlich. Wenn wir uns eng zusammenkuscheln, geht das. Ey, das ist ja voll lieb von dir. Du bist ja echt super. Ja, passt. Ich bin ja schlank. Dann fahren wir da mal schnell hin. Na klar. Was Ute nicht weiß, die Zufallsbegegnung ist überhaupt gar keine, sondern wurde von den Männern genau so geplant. Ibi. Ja? Hast du daran gedacht? Ja, hinten auf der Ladefläche, alles dabei. Ja, also in der Tat ist es so, dass ich mit Bibi etwas abgesprochen habe, was eine Überraschung sein soll. Als Dankeschön für Eichhörnchen, für meine Ute. Und darüber will ich aber jetzt eigentlich noch nicht näher eingehen. Das möchte ich eigentlich nicht sagen. Da haben wir unsere Tretboote, die Ruderboote. Ja. Jetzt nehmen wir bloß einen Zweisitzer. Da schieben wir jetzt ein Stückchen rein. Das zurück mit anpacken. Und los. Kleines bisschen rein. Okay. Ah, ein Stückchen. Ich will nicht nass werden. Bibi, du will nicht nass nicht werden. Nass, glaub's mir. So, dann dürft ihr euch mal reinhocken und ich schicke euch. Da sieht man mal gleich, wie ungelenkig ich bin, ja? Ja. Alter Schwede. So. Ah, warte, ich sitze noch nicht. Oh. Ihr sitzt? Jetzt sitze ich, ja. Und dann geht's Scheiße. Los. Und wie kommen wir wieder zurück, Bibi? Wieder leicht drauf fahren. Okay. In der Mitte habt ihr die Lenkstange. Jetzt erstmal rückwärts, wa? Und jetzt ein Stückchen rückwärts. Okay. Und schon läuft, geht's los. Läuft schon. Ja, läuft schon. Bibi, danke. Dritteln, los geht's. Andersrum. Ah. So rum, genau. Immer in die Richtung, wo ihr hinfahren wollt. Ich hätte mal lieber Eichhörnchen machen lassen. Die hat ein bisschen mehr Durchblick. Aber jetzt, guck. Geht. Weiter dritteln. Gas geben. Viel Spaß. Tschüss. Jetzt haben die beiden den ganzen See für sich allein. Oh Gott, ist das schön. Die Kulisse ist traumhaft. Also das ist Natur pur, gekoppelt mit ein bisschen Luxus, gekoppelt mit Wohnmobil, mit Freiheit, mit Natur und durch den Campingplatz auch Luxus. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, so eine tolle Gegend. Nun dürfte die glückselige Ute in der perfekten Stimmung für Andreas' kleine Überraschung sein. Eichhörnchen. Ja. Eichhörnchen. Ja. Ich muss dir was sagen. Guck mal. Ich möchte mich bei dir bedanken für diesen wunderschönen Urlaub und dass du so einen tollen Campingplatz gefunden hast, der so viel Spaß macht und der so richtig schön ist. Für dich, meine Liebe. Das hast du alle ganz toll gemacht, meine Kleine. Aber es wäre doch jetzt nicht nötig gewesen.